Der DAX ist tot, es lebe der DAX. Am Dienstag ist es zu einem technischen Fehler an der deutschen Börse gekommen. Das Resultat: eine seitwärts verlaufende Linie. Manche Marktteilnehmer wollten den DAX schon reanimieren. Aber nach gut 4 Stunden sprang die Handelssoftware Xetra in Frankfurt wieder an. Unsere Themen in dieser Sendung: das Auf und Ab beim DAX. Wie geht's da weiter? Zudem ist schon eine Immobilienblase geplatzt und wir haben natürlich konkrete Handelsempfehlungen für euch. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Der DAX hält sich weiter über der Marke von 10.000 Punkten. Zur Wochenmitte vermiesten die Bären die Stimmung an der Frankfurter Börse. Der Leitindex verlor dann schnell wieder fast 4%. Parallel dazu rutschte auch der Euro gegenüber dem Dollar ab. Laut einer Anlegerumfrage der Börse Frankfurt ist auch die Stimmung deutlich gefallen. Der Sentiment-Index liegt auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Umfrage 2002. Dazu kommt, dass viele schlechte Nachrichten zum Arbeitsmarkt und der wirtschaftlichen Lage von Unternehmen sowie hohe Todeszahlen noch auf uns zukommen werden. Was heißt das jetzt für Anleger? Für eine nachhaltige Erholung ist es auf jeden Fall noch zu früh, aber in der Krise gibt es auch viele Chancen. Wenn ihr euer Tradingwissen vertiefen und die Zeit jetzt zu Hause nutzen wollt, dann schaut auf die kostenlosen Webinare der Trading House Börsenakademie. Das nächste findet am 23. April statt: Börse für Einsteiger. Es richtet sich also speziell an Einsteiger, aber nicht nur. Jeder kann da etwas mitnehmen. Referent ist der Wolf Dreistein. Am 5. Mai geht es weiter mit Chancen in der Börsenkrise mit André Stagge und am 17. Juni erfolgreich mit dem Trendfolgesystem Bluestar handeln. Für all diese Seminare könnt ihr euch anmelden. Den Link seht ihr hier und ansonsten geht einfach auf www.trading-haus.de. Vor der Corona-Krise war die Immobilienbranche ja schon pausenlos in den Schlagzeilen. Mietendeckel, Mietpreisbremse, Enteignungsdiskussionen. Aber wie geht's jetzt weiter am Immobilienmarkt? Ist die Krise schon längst da? Darüber habe ich mit dem Investor Jakob Mehren gesprochen. Ich glaube, bei Wohnimmobilien sollte man genau überlegen, ob man heute verkauft. Wenn man das Geld braucht, würde ich es tun, weil ich glaube nicht, dass wir kurz- bis mittelfristig Preissteigerungen sehen werden. Ich glaube eher Preiskorrekturen, auch eher stärkere Preiskorrekturen. Ganz langfristig gesehen ist es so, dass ich eher daran glaube, dass Sachwerte, auch allen voran Wohnimmobilien, möglicherweise auch Gewinner dieser Krise sein können. Aber da müssen sie erst durch diese Krise durchgehen. Und niemand kann heute abschätzen, wie lange diese Krise dauert. Und jetzt geht es weiter mit den Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen jetzt zuerst auf den europäischen Leitindex, den Euro Stoxx 50. Und da gab es in den letzten Jahren, sagen wir mal, eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 2.900 und 3.800 Punkten. Ein Kaufsignal wurde wegen der Ausbreitung des Coronavirus abrupt abgebrochen und zog den Index auf 2.283 Punkte in den Abgrund. Danach fand aber schon eine technische Gegenbewegung statt. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen jetzt eine Short-Chance. Sie gehen von erhöhter Volatilität aus. Erst oberhalb von 3.000 Punkten lässt sich mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Rücklauf an das nächste große Widerstandsniveau um 3.235 Punkte ableiten. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 2.283 Zählern dürfte die langfristige Unterstützungszone um 1.765 Punkte aus den Jahren 2003, 2009 als Support zum Tragen kommen. Erst an dieser Stelle dürfte wieder mittelfristig eine steigende Notierung ermöglicht werden und zu einem deutlichen Aufschwung des Index beitragen. Die Münchner Rückaktie konnte nach dem letzten Rücklauf auf die markante Supportzone bei 140 Euro eine Aufwärtsbewegung einleiten und stieg dabei auf einen Wert von 283,90 Euro Anfang des Jahres an. Der letzte Crash drückte das Papier aber zurück auf die markante Unterstützung von grob 140 Euro. Dort prallte die Aktie der Münchner Rück anschließend zur Oberseite ab und konnte wieder grob auf 196 Euro zulegen.
Aus technischer Sicht wurde damit die Erholungsbewegung der letzten Wochen erfolgreich abgeschlossen. Nun könnten sich die Bären breit machen. Bei einem Bruch der Unterstützungsmarke von mindestens 181 Euro dürften sich die Anzeichen für eine bevorstehende Abwärtswelle bis auf 157,70 Euro verdichten. Sollte dieser Fall wie erwartet eintreten, können anschließend erste vorsichtige Short-Positionen anlaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen nach oben, liked es, kommentiert, postet und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.